Sammy, hör auf! Nein! So, einmal die Katzen im Auftritt. Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Ich mache heute ein Fullface und ein Schminki, wie ihr seht, denn ich bin ungeschminkt. Und wie das zustande kam, ist relativ einfach. Ich habe vorgestern bei Maxim auf dem Kanal das Vorstellungsvideo zu seiner Kollaboration mit Rivaldo's Me gesehen. Und die Produkte, die er vorgestellt hat, fand ich ziemlich cool. So, vor allem so 2, 3 Produkte haben mich sehr interessiert. Ich habe auch nicht die gesamte Collab hier, sondern eben so Auswahlprodukte. Und irgendwie war dann so mein Gedanke, was kann eigentlich Rivaldo's Me? Habe ich eigentlich Produkte von Rivaldo's Me? Ja, ich habe ein paar. Nicht viele, ein paar. Und ich dachte mir, ich mache mal ein Fullface. Ich habe also jede Menge Geld ausgegeben. Um die knapp, ich würde sagen, 50 Euro. Also 45 Euro war der reine Einkauf. Davon habe ich noch 10% Rabatt bekommen. Also war ich bei knapp 40 Euro für quasi Fullface. Ich hatte allerdings schon eine Foundation da. Ich habe jetzt allerdings noch eine zweite geholt, um mal so ein bisschen vergleichen zu können. Einen Rouge-Stick, einen Blush-Stick. Dann, den kennt ihr schon von mir, den Contouring-Stick. Einen Primer habe ich mal geschenkt bekommen. Und die hatte ich in irgendeiner Box. Ich glaube, in einer Glossy Box oder so. Genau, ich glaube in der Glossy Girls Night Out Box war die. Was in meinem Drogerie, also meinem Rossmann nicht mehr vorhanden war, war ein Lidschatten Primer. Also ich habe zwar die Sparte gesehen, aber der war leer. Deswegen nehme ich jetzt hier einen von Essence. Zeige ich euch aber nachher dann genauer, wenn es ins Video reingeht. Und dann haben wir hier, ne, so kann man vielleicht so ein bisschen sehen, ja, der ganze anderes Stuff. Eine Sache ist hier drin, die hier nicht reingehört. Ich habe mir nämlich noch von Sophie oder SophX, das ist eine britische YouTuberin, die auch ganz viel mit Revolution zusammenarbeitet, und ich habe mir da tatsächlich mal die Palette mitgenommen. Ich wollte die schon immer haben und ich dachte heute, jetzt nehme ich sie mit. Gestern habe ich alles noch vor der Schule geholt. Das Ding war gefühlt so teuer wie ein Viertel dieses ganzen Einkaufs. Hat 12 Euro gekostet. Die kommt jetzt aber erstmal weg und wir gehen hier rein. So, was habe ich denn so mitgenommen? Das würde ich euch so peu à peu tatsächlich zeigen. Ich hole jetzt hier alles raus, mache also nochmal einen kurzen Cut und dann legen wir los. In der Zeit könnt ihr schon mal einen Daumen nach oben da lassen, meinen Kanal abonnieren und mir in die Kommentare schreiben, ob ihr Rivaldo's Me auch benutzt oder ob ihr sagt, oh Gott, auf gar keinen Fall, ganz schrecklich, was ihr denkt, wie mein Make-up jetzt wird. Kurzer Cut, es geht gleich weiter. So, ihr Lieben, vor mir habe ich jetzt hier also aufgereiht, was wir alles so Schönes haben. Und wir starten natürlich mit der Foundation und vor der Foundation natürlich mit einem Primer. Ich habe hier tatsächlich 3 Produkte. Einmal habe ich von Rivaldo's Me, ja klar, es ist alles von Rivaldo's Me, außer der Augenprimer. Also, ich habe den Blur Primer Drops mit Cranberry Extrakt, der offensichtlich nicht scharf werden will. Ah, ja. Das hat so eine ganz, ganz flüssige Konsistenz. Also ich kann nicht mal sagen, ich krieg's vor allem gerade nicht auf, jetzt. Ich kann nicht mal sagen, dass das so ein krasses Serum ist, aber es hat eine sehr flüssige Konsistenz. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Und dann habe ich tatsächlich 2 Primer. Einmal den Primer Dewy and Fresh mit Hyaluron und Aloe Vera. Das ist dieser hier. Preise schreibe ich euch natürlich, habt ihr schon gesehen, immerhin. Aber bewegt sich gefühlt alles so zwischen 1 und 5 Euro maximal. Und den Ripped Cream Primer, das ist die Kooperation mit Maxim. Da bin ich sehr gespannt, weil er gesagt hat, den kann man auch gut als einfach auch als Tagescreme nehmen. Also der wird eine deutlich cremigere Konsistenz haben, obwohl der auch sehr cremig ist. Also der hat auch... Genau, ich fange jetzt mit denen tatsächlich an, weil das so ein bisschen... Also ich habe schon Tagespflege und alles drauf, aber viel hilft viel, wissen wir ja. Und machen wir jetzt hier so ein bisschen was in die Handflächen. Ich mache mir sowas nie direkt ins Gesicht, weil in der Regel läuft es nur runter. Und es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr flüssig. Ja, also erinnert von der Konsistenz her deutlich an ein Serum. Etwas flüssigeres Serum, aber auf jeden Fall ein Serum. So, jetzt habe ich schön knatschige Hände. Liebe ich ja. Bleh. Aber ich muss gleich eh nochmal aufstehen und meine Schwämmchen anfeuchten. Genau, und dann würde ich jetzt einfach so verfahren. Auf der einen Hälfte mache ich den Dewy and Fresh und den Ripped Cream von Maxim mache ich auf die Seite.
Und dann gehe ich mir die Hände waschen und befeuchte die einmal nochmal an. Genau, den kenne ich ja schon, den habe ich auch gestern schon mal benutzt, um mal so ein bisschen Gefühl zu kriegen. Der ist sehr gelig, riecht nicht irgendwie stark, also sehr angenehm, Aloe Vera. Ich würde schon sagen, dass der so eine gewisse Feuchtigkeit auf jeden Fall gibt. Der Whipped Cream Primer, ja, der ist deutlich cremiger, der sieht auch aus wie eine Creme tatsächlich. Kriegen wir das mal hin, das hier so ein bisschen. Ihr seht, der verläuft auch gar nicht, also der ist wirklich wie eine geschlagene Creme. Ja. Und ich glaube, das ist schon viel zu viel, was ich hier auf einer Hand habe, auf der anderen habe ich noch ganz viel. Beide Schwämme sind übrigens, beziehungsweise alle drei, weil ich ja auch noch mit was anderem arbeite, aber für die Foundation und den Concealer benutze ich Luvia-Schwämme. Erster Vergleich, ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera so sieht, auf der glänze ich noch ein bisschen mehr, also auf der Seite mit der Whipped Cream, da merkt man auch so ein bisschen, oh, nö, die ist gut eingezogen. Und auf der anderen, hier merke ich gar nichts mehr, hier merke ich, dass so was Geliges drauf ist und so ein bisschen die, also das ist ja nicht der Porenfiller, sondern der soll ja eben Dewy und Fresh machen. Mit leichten Schimmer kaschiert Hautunebenheiten und bereitet die Haut optimal auf das anschließende Make-up vor. Mit frischem Glow. Genau. Ich würde sagen, der glättet auch so ein bisschen tatsächlich. Also das merke ich schon. Und auf der Seite habe ich hier noch so einen ganz leichten Fettfilm. Also einfach diesen Cremefilm noch ein bisschen drauf. Aber auch nicht, dass ich jetzt denke, ich habe jetzt mega viel irgendwie an den Händen. Und hier, was soll das? Versorgt durch die Kälte beanspruchte Gesichtshaut mit jetzt Kamillenwasser und Aloe Vera Extrakt. Gut, das haben wir dann beide, Aloe Vera. Verbessert das Hautbild und bietet aufgetragenem Make-up eine ideale Grundierung und Fixierung, für alle Hauttypen geeignet. Ja, so. Grundsätzlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich würde, glaube ich, eher zu dem tendieren, weil ich den von der Konsistenz tatsächlich sehr, sehr angenehm finde. Stellen wir mal zur Seite. Ich habe zwei Foundations. Und zwar einmal die HD Perfection in der Sorte, Farbe 01 Light Ivory. Und die Kamera. Ah, jetzt. Sehr gut. Und dann habe ich den Skin Optimizer mattierend und hautverbessernd mit dem Lichtschutzfaktor 15, reden wir nicht drüber, in der Farbe 01 Natural. Die Farbranges sind halt nicht groß. Ich habe jetzt immer die hellste Farbe mitgenommen, weil jeweils die dunkle, also die nächst dunklere, war einfach viel zu hell. Hier gehe ich auch wie folgt vor. Die hatte ich schon mal auf der Haut und habe sie relativ schnell morgens wieder runtergenommen, weil sie extrem, also weil sie sich nicht ordentlich mit meiner Haut verbunden hat. Ich hatte nochmal dann das auf dem Handrücken probiert und habe festgestellt, die muss man, glaube ich, richtig gut einarbeiten. Kann aber sein, dass es einfach auch keine Foundation ist, die für mich passt. Beide haben eher eine cremigere Konsistenz. Ich mag eher so ein bisschen flüssigere. Das sind die beiden nicht. Die sind sehr fest. Das werden wir auch gleich sehen. Ich mache hier auch wieder zack, zack. Und ich glaube, man muss die deswegen sehr, sehr gut einarbeiten. Das sollte euch vielleicht bewusst sein, wenn ihr zu denen, zu denen geht. Kosten beide einen Apfel und Ei. Also wer halt nicht so viel Geld hat, für die sind die halt perfekt, wenn sie denn auch funktionieren. Ich würde sagen, ja, so ein bisschen absetzen tut sie sich schon. Also sitzt auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Ich muss was trinken. Aber nicht optimal. So, auf der anderen Seite verfahre ich jetzt wie eben auch. Ich nehme hier wieder so einen kleinen Pumpstoß. Dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Also von der Textur finde ich die ein bisschen besser, weil ich dieses leicht flüssigere ja mehr mag. Tatsächlich porentechnisch. Na doch, ich würde sagen, die Seite sieht tatsächlich besser aus. Man sieht auf jeden Fall, ich sehe auf jeden Fall einen Unterschied. Bei euch ist es wahrscheinlich, weil es ein bisschen zu hell ist. Ich werde auf jeden Fall die nochmal mit der probieren und andersrum. Die mit dem. Um mal da auch ein Gefühl zu kriegen. Weil ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass das auch echt natürlich je nach Primer. Ich meine, das ist ja auch immer interessant zu gucken, ob die Produkte untereinander auch wirklich funktionieren. Wir wissen, dass es halt nicht alles auf jeder Haut funktioniert, aber ja. Also ich würde sagen,
dadurch, dass sie halt ein bisschen leichter ist, die hat halt nicht so eine hohe Coverage, also die deckt nicht so viel ab. Wogegen, dafür ist das Hautbild hier, finde ich, sehr schön, weil man halt relativ kleine Poren hat. Die deckt deutlich besser ab, hier sieht man die Poren aber mehr. Kann auf jeden Fall natürlich eben auch mit den Primern zusammenhängen, weil der halt so ein bisschen geliger war und deswegen natürlich so ein bisschen die Poren, glaube ich, optisch verkleinert und der mehr eben diese Whipped Cream, also diese Creme, geschlagene Creme, Formulierung hat und mehr wie eine Tagespflege wirkt. Grundsätzlich, aber beide eigentlich ganz gut. So, ich habe einen Concealer geholt und zwar den von der Reihe Skin Optimizer, also den passenden hierzu. Da habe ich auch, glaube ich, die hellste Farbe, genau, Light Neutral, Natural geholt. Dann mache ich das jetzt auch auf beiden Seiten. Ja, lässt sich gut verarbeiten und setzt sich jetzt nicht so mega krass sofort in meine Fältchen. Ich habe ja nochmal welche und da setzt sich der Concealer immer rein. Ich habe jetzt mir geholt, auch aus von Maxim eben das Puder, Flawless Baking Powder. Wie gesagt, ich werde damit nicht baken, sondern einfach nur setten. Aber es wäre theoretisch zum Baken. Und wenn man das aufmacht, hat man hier so ein Ding, was man abmacht. Finde ich übrigens sehr nagelfreundlich. Und dann ist hier so ein Netz, wo man dann eben so quasi nach unten drückt und an das Produkt kommt. Ich nehme mir jetzt... Warum ist denn der rot? So, ich weiß nicht, warum der rot ist. Ich hoffe aber, dass sich das jetzt nicht abweckt, sonst habe ich gleich rote Augenschatten. Genau, ich gehe jetzt hier mit so einem etwas fluffigeren Pinsel rein und nehme einfach mal so ein bisschen Produkt ab. Klopfe das auch mal wieder ab, der ist jetzt schon gut beladen. Wow, gefällt mir richtig gut. Gefällt mir mega gut. Ich versuche mal hier die Lichtverhältnisse. Ja, dann machen wir mal die andere Hälfte. Und das Schöne ist tatsächlich, also das ist nicht so ein Puder, was man ja auch gerne mal hat, was mega irgendwie, auch wenn man es abgeklopft hat, erstmal den Weg nach oben sich in die Freiheit findet und dann natürlich erstmal direkt ins Auge. Sondern das sitzt tatsächlich sehr gut und bleibt da. Wo es hin soll. Krasse Scheiße. Wo sind meine Falten hin? Ah, da sind sie. So, Lichtverhältnisse habe ich minimal angepasst. Habe ich gerade schon gesagt. Oh Gott. Zum Konturieren, also abpudern, tun wir gleich nochmal, wenn ich konturiert habe. Zum Konturieren nehme ich den Contouring Stick. Den kennt ihr schon von mir, den habe ich euch schon in Videos gezeigt. Den liebe ich und damit ziehe ich mir erstmal tatsächlich meine Konturen und blende die dann ein und werde dann noch mit einem Bronzer arbeiten. Beziehungsweise ich gucke mal dahin, das kann ich besser. Plupp, plupp, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. So, mehr mache ich in dem Sinne gar nicht. Ich nehme jetzt einen Pinsel und danach einen Sponge. Einen Pinsel habe ich hier von Luvia, das ist der Contour Brush, den habt ihr auch schon in meinem Douglas und Action Haul aus diesem Monat gesehen. Und mit dem kann man das tatsächlich super einblenden, ohne sich irgendwie die Foundation wegzunehmen. Nicht wundern, wenn ich jetzt immer so an der Kamera vorbeischaue, hinter der Kamera ist der Spiegel. Und damit blende ich das jetzt erstmal so ein bisschen grob ein. Gehe aber auch dann gleich nochmal mit dem Schwamm dann noch mal so ein bisschen lang. Aber ich habe festgestellt, wenn man das erstmal mit dem Pinsel macht, ist das noch mal so ein bisschen angenehmer. Die Luvia Pinsel sind übrigens sehr, sehr toll. Kann ich wirklich empfehlen. Also ich habe noch keinen Pinsel, den ich nicht gut fand. Und jetzt ist das Licht doof, dass ich hier was sehe. So, das sieht jetzt noch sehr bekloppt aus. Ich nehme jetzt mein Schwämmchen und den benutze ich immer zum, das ist wirklich mein Konturierungsschwämmchen. Die untere Seite ist rot, weil da immer der flüssige Blush kommt und oben ist bräunlich für das. Und vor allem die Kontur an den Wangen werde ich damit nochmal so ein bisschen verblenden einfach. Kleiner Tipp, wenn ihr das Gefühl habt, oh Mist, ich habe zu viel drauf gemacht oder irgendwie lässt sich das nicht gut verblenden, nehmt euch einfach nochmal euren, wo sowieso noch was dran ist und dann kann man da einfach so ein bisschen rübergehen. Dann nimmt man nämlich auch noch mal so ein bisschen was von der Intensität weg. Das mache ich wenn aber erst zum Schluss. Das war jetzt nur so als kleine Orientierung. So, jetzt haben wir nur so einen ganz leichten. Hier ist der Schatten anders. Deswegen sieht das hier viel stärker aus.
von der Seite kommt das Licht. Ich bräuchte eigentlich eine zweite. Vielleicht hole ich mir einfach noch eine zweite Lampe. Wäre auch eine Idee, die hat ja nicht so viel gekostet. Zweite Ringleuchte. Zum Bronzen nehme ich den Tropical Bronzer in der Farbe 02 Honolulu. Wollte ich nicht 01 nehmen? Habe ich jetzt die falsche genommen? Nee, ich glaube 02. Ich hatte beide gespottet. Naja, ich habe jetzt hier 100. Ja, da ist hier so ein Dingsy dabei. Das kommt direkt im Müll. Braucht man nicht. Und hier so ein Teil, was drin war. Und so sieht er dann von drinnen aus. Erinnert euch vielleicht an irgendwas? So vielleicht an die Benefit Bronzer. Die sehen nämlich genauso aus. Und da gehe ich jetzt auch erstmal mit meinem Konturierungsbrush von Lovia wieder rein. Einfach so ein bisschen reintunken und ordentlich abklopfen, weil der nimmt ordentlich auf. Und ich muss mich so hinsetzen, damit ich auch ein bisschen Licht abkriege. Damit ziehe ich auch einfach nochmal so ein bisschen nach. Jetzt mal gucken, wie der wirkt. Ja, der hat ordentlich was da. Keine Sorge, das bleibt nicht so. Ich packe erstmal nur rauf. Verblenden tue ich gleich eh mit dem größeren. So. Das gleiche mache ich jetzt noch hier oben. Da brauche ich aber den kleinen Spiegel nicht. Nur so ein bisschen. Oben will man ja nicht so viel. Ich nehme mir jetzt einen relativ großen. Der ist von, ich glaube, Evelyn. Ja, genau, das ist von der Rossmann Eigenmarke. Damit gehe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen rein, aber gar nicht viel. Und jetzt geht es so ein bisschen ins Verblenden. Vor allem hier, den versuche ich jetzt mal so ein bisschen auszublenden. Mal sehen, ob mir das gelingt oder ob ich schon Scheiße gebaut habe. Aber versaute Kontur kennen wir ja hier auf dem Kanal, ne? Wie gesagt, da arbeite ich sonst auch gleich noch mal mit meinem großen Make-up-Sponchi, um da so ein bisschen was hinzukriegen. Auf jeden Fall kriege ich jetzt schon mal so ein bisschen Farbe und Dimension im Gesicht. Das ist doch schon mal was Gutes. Auf der Stirn bin ich auch tatsächlich immer sehr sonnengeküsst. Kann man ja ein bisschen übertreiben. Und ich gehe gerne mal hier unten so ein bisschen lang, um einfach die Kontur vom Gesicht noch mal so ein bisschen hervorzuheben. Ich habe ja eher so ein rundes Gesicht. Okay, es ist ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen. Deswegen nehme ich jetzt mein Schwämmchen. Und nehme mir einfach ein bisschen was ab oder versuche es zumindest. Jo, das wird doch. Leute, das wird. Ich meine, ist auch First Impression, ne? Also bis auf den Contouring-Stick, den kannte ich schon, den benutze ich auch regelmäßig. Aber ne, das Puder hier zum Beispiel gerade, das ist ja wirklich absolute First Impression. Was sagen wir? Das ist doch so eigentlich grundsätzlich ganz gut. Jetzt wirkt es auch deutlich natürlicher, würde ich sagen. Okay. Nochmal lieber mal nach hinten. So. Ja, der wird auf jeden Fall meine Schminkroutine einziehen. Muss man sich noch ein bisschen rantasten, aber grundsätzlich gelungen. Etwas, was ich auch schon viel benutzt habe, und das ist auch schon tatsächlich der zweite, wobei ich den ersten nicht komplett aufgebraucht habe, aber der war mir im Auto geschmolzen, deswegen hatte ich mir mal einen neuen geholt, ist von ist der Blush Stick. Ich wollte schon wieder sagen, ist von Revallas Me. Ja, klar, das ganze Video ist von Revallas Me. Ist der Blush Stick in der Farbe 01 Hibiskus. Und der sieht dann wie folgt aus. Kann man dann hier so rausdrehen. Und ich swatche ihn euch mal. So sieht er aus. Also es ist ein sehr schöner, helles Rosa, was so ein bisschen ins Orangene geht, würde ich sagen. Ich und Beschreibungen. So, und da, ist das kennt ihr aus dem letzten Video, ich setze mir das wirklich nur in den hinteren Bereich, also nicht hier vorne auf, sondern hier hinten ziehe ich mir jetzt auch wieder Linien. Zip. Ja, komm ruhig ein bisschen mehr. Blush finde ich immer gut. Und das arbeite ich jetzt auch tatsächlich mit dem Spongy ein. Also verblende es einfach. Das lässt sich mega easy verblenden. Das war so das erste Creme-Produkt. Nee, stimmt nicht, das zweite Creme-Produkt, was ich benutze. Was Rouge angeht, das erste war, gucke ich gleich mal nach, von wann das war. Das benutze ich aber aktuell fast gar nicht mehr. So, das erste, was ich benutzt habe, ich habe gerade nachgeguckt, ist der Dream Matte Blush von Maybelline. Der, oh Gott, ist saumäßig ausgetrocknet. Den kriegst du halt so schwer aus diesem Töpfchen raus, deswegen fand ich den Stick immer sehr, sehr gut. Aktuell benutze ich, das habe ich euch auch schon gezeigt, von Chic Glam, den flüssigen, den liebe ich. Davon gibt es auch einen Bronzer, habe ich gesehen, vielleicht hole ich mir den auch noch. Ich versuche eigentlich bei Shein nicht mehr zu bestellen, nachdem ich jetzt neuestens, gerade was die Klamotten angeht, gesehen habe, wie die so produzieren. Und naja,
Deswegen eigentlich Vorsatz für 2022. Ich müsste nochmal recherchieren, wie die das Make-up herstellen, ob das vielleicht ein bisschen freundlicher ist. Ansonsten war es das leider, obwohl das mein Lieblingsbrush ist. Schweres Leben. So, ihr seht, es ist nur ganz leicht. Ich kann das jetzt noch so ein bisschen aufbauen. Ich glaube, so ein bisschen was mache ich mir hier noch auf. Weil durchs Verblenden geht natürlich auch einiges wieder verloren. Das ist ja klar. Mit dem Schwamm nimmt man auch mal ein bisschen was ab. Aber das reicht mir dann auch, glaube ich, schon. Also das Gute bei dem ist tatsächlich, den empfehle ich jedem, der sagt, ich will nicht mit dem Puder arbeiten. Der lässt sich super verblenden. Ihr habt nicht die Gefahr, dass ihr mal schnell zu viel habt. Das ist bei den Flüssigen wirklich der Fall. Bei den Cremesticks ist die Gefahr so gering. Man kann das gut runternehmen und einfach gut verblenden. Das gilt auch tatsächlich für den Konturierungsstick. Die hatte ich, wie gesagt, beide schon da. So, ich puder schon ab. Nein, ich mache erst meine Augenbrauen. Revive Loves Me hat sowohl Augenbrauenstifte als auch Brau-Mascara und auch so ein Brow-Soap, also eine Seife. Die hat aber super schlechte Kommentare, deswegen habe ich die mir nicht geholt. Und die Stifte hatten, die sie da hatten, haben mir auch überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich sie tatsächlich auch nicht geholt, weil man richtig krass aufdrucken musste. Also die waren so mega fest. Ich habe mir nur den Brow-Mascara geholt. Also das ist ein Tinted Eyebrow Gel, da ich tatsächlich mit Brow-Mascara immer arbeite. Hier sind 5 Milliliter drin. Und das ist die Farbe 02 Medium Brown. Dadurch, dass meine Haare ja durch das Färben so ein bisschen heller jetzt sind, dachte ich mir, Medium Brown ist okay. Und das hat hier so ein ganz kleines, am Ende dieses langen Teils ist hier so ein ganz kleines niedliches Bürstchen. Und jetzt gucken wir mal, was das kann. Ich kämme aber vorher, geh du mal wieder rein, einmal meine Augenbrauen durch. Ganz vorsichtig, damit ich hier darunter nicht irgendwie noch die Foundation abnehme. Ich werde also heute keine Lücken auffüllen, weil ich halt diesbezüglich nichts da habe und jetzt auch nicht weiter irgendwie vermischen möchte. Das Einzige, was ich ja vermische, ist ja für die Augen, für die Base. So, da ist immer relativ viel Produkt dran, also ein bisschen abstreifen. Das Bürstchen ist auch relativ groß. Ich bin kleinere Bürstchen tatsächlich gewöhnt, aber wir gucken mal, was es kann. Ist nicht schlecht. Also bei mir ist natürlich das Problem, ich habe hier unten super wenig Haare und also ich habe generell nicht die buschigsten Augenbrauen. Das kann er natürlich jetzt mit dem Ding nicht machen. Da bräuchte ich halt einen schönen Stift. Ich mag aber halt eher so cremige Stifte und habe mich deswegen tatsächlich gegen den entschieden, weil ich auch wusste, den benutze ich dann definitiv nicht wieder, weil er mir einfach schon im Laden nicht gefallen hat. Okay, man kann das so ein bisschen aufbauen und intensivieren. Das finde ich schon mal gut. Ja, ich weiß nicht, ob man hier so dieses Buschige hinkriegt. Ja, doch so ein bisschen nach oben gekämmt kriege ich sie tatsächlich. Okay, wir machen mal die andere Seite und gucken mal, wie das Ergebnis wird. Übrigens auch das Lustige, ich habe hier super viele Haare und hier gefühlt nicht an der Spitze. Also, und ich bin nicht jemand gewesen, der als Mädchen super viel gezupft hat und sich nur so dünne. Also auch ja, auch ich hatte mal so eine Phase. Das war übrigens die Katze wieder im Hintergrund, die gegen die Tür gesprungen ist. Wo ich natürlich ein bisschen gezupft habe und so. Aber ich fand Zupfen immer total unangenehm. Ich finde Zupfen heute noch unangenehm. Deswegen rasiere ich meine Augenbrauen und zupfe ganz selten nur mal so einzelne Haare weg. Ja, also grundsätzlich schön. Ich kann halt keine Lücken ausfüllen, also die bleiben jetzt halt bestehen. Doch, ich glaube, den würde ich weiter benutzen. Für den Preis ist er okay. Doch. Kann er mithalten mit den anderen Augenbrauen gehen, die ich aktuell benutze? Ja, doch. Doch. Also für den Preis kann man echt nicht meckern. So, kommt auf dem Stapel der Sachen, die schon weg sind. Wir müssen noch Highlighter drauf machen und da habe ich mir tatsächlich nicht den Highlighter von Maxime mitgenommen, auch wenn der sehr, sehr schön aussah, aber ich habe so viele Highlighter und deswegen habe ich mir lieber die Illuminating Drops mitgenommen und werde den als flüssigen Highlighter jetzt auftragen. Ich liebe flüssigen Highlighter und ich wollte mal gucken, ich habe nämlich von Pai, genau, habe ich nämlich auch solche. Die sind aber so ein bisschen heller, finde ich sehr schön. Also die sind richtig golden, die sind perfekt für den Sommer. Kann man auch zum Beispiel in die Foundation reinmixen. Ich glaube, das geht hier grundsätzlich auch. Genau, pur für einen intensiven Glow oder einen dezenten Effekt, einen Tropfen in das Make-up oder die Tagescreme gehen. Genau, wir machen jetzt pur, weil wir wollen einen intensiven Glow. Und ich packe mir jetzt einfach hier so mal 3 Pünktchen drauf jeweils. So. Ich glaube, das ist jetzt gut. Man sieht auf jeden Fall schon, dass die kräftig leuchten. Und nehme mir jetzt wieder mein Spongy. Und gucke mal, wie gut das sich das verarbeiten lässt.
Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall schnell sein, aber oh mein Gott, das sieht richtig gut aus. Also zumindest im Nahen. Gucken gleich mal, wie es im Weiten aussieht. Lässt sich gut verarbeiten, also trocknet nicht zu schnell an. Und ich glaube, ihr seht den Glow schon. Hammer, richtig schön. Das ist voll mein Glow. Ich hätte ja eine Seite mal mit dem Pinsel verteilen können, um mal so zu gucken, aber sehr, sehr schön. Hier ist so eine bisschen trockene Stelle bei mir, da hat sich es jetzt ein bisschen abgesetzt, aber ansonsten, I like it. I really, really like it. Und ich muss auch sagen, ich gucke mal nebenbei in die Kamera, hinter der Kamera in den Spiegel. Also vom Weiten, ne, das sind jetzt so 1 Meter entfernt, finde ich sehr, sehr schön. Sowohl die linke als auch die rechte Seite, also beide Foundations, haben bei mir auf jeden Fall nochmal eine Chance verdient. Vor allem eben mit unterschiedlichen Primern. Ihr wisst ja, ich teste mich gerade durch Primer durch. So, jetzt nehme ich nochmal das Puder von Maxim. Und dafür nehme ich mir jetzt auch gleich einen großen Puderpinsel. Dann nehme ich auch einen von Lovia. Das ist auch der Powder Brush. Der ist schön fest gebunden. Und im Gegensatz zu dem von Catrice ist der oben auch deutlich runder. Also die sind etwa gleich groß, aber der eine ist, der ist sehr spitz. Das finde ich bei denen tatsächlich ein bisschen schöner. Jetzt gehe ich hier auch wieder rein und lade den mal ordentlich auf. Das Puder, I like it. Und man kann es auch als Baking-Puder benutzen. Wie gesagt, ich bake nicht, aber auch als normales Setting-Puder ist es einfach mega schön. Really, really love it. Wirklich schön. Oh mein Gott, also neuer Favorit von mir, von meinem Puder. Ja, also Puder 10 von 10. Mega gut, kann ich super empfehlen. War auch nicht teuer. Preise schreibe ich euch ja immer hin. Die Drops. Auf jeden Fall werden definitiv in meine Routine einziehen. Ich liebe ja alles, was flüssig ist. Liebe ich. Ja, ich bin echt begeistert, was ich hier alles gerade an Produkten kriege. Ich bin so begeistert. So, Leute, jetzt kommen wir an die Augen. Für die Augen als Primer nehme ich jetzt einen von Essence. Dann sind wir auch in einer ähnlichen Preiskategorie. Nehme ich den Super Coverage Eyeshadow. Die Super Coverage Eyeshadow Base bei Merv. Die habe ich euch auch in dem Haul von Douglas und Action gezeigt. Der kam jetzt am Datum, 16. Januar online. Ich denke, das kommt in der Woche danach, dieses Video. Und das ist schon viel zu viel, das weiß ich jetzt schon wieder. Und warum mache ich mir das eigentlich immer auf den Finger, wenn ich es danach noch brauche? Ich mache es mir jetzt mal hier oben hin. Mal hier die Reste. Damit kann man auch super Cut Crease ziehen, habe ich auch schon gemacht. Haltbarkeit kann ich euch noch gar nicht so sagen, weil ich es gestern zum ersten Mal benutzt habe und als ich dann mal geguckt habe, wie die Haltbarkeit ist, war es halt abends um 20 Uhr und ich dachte so, bisschen verfälschtes Bild, das erst um abends 20 Uhr zu gucken, weil ich meine, da war der ganze Tag schon drüber. Aber selbst da sah es noch halbwegs gut aus. Natürlich ist es ist so ein bisschen in die Falten gekrochen, das kann man, glaube ich, nicht verhindern. Aber so grundsätzlich, so. Ihr seht, das deckt so mal noch ein bisschen ab, ne? Also es ist ein bisschen heller als der Rest drumherum. Finde ich aber gar nicht schlimm. Ich habe jetzt jede Menge schöne Sachen. Ihr kennt mich ja, ich bin ein Lidschatten-Fan und Paletten-Fan. So, also ich habe 2 Paletten mitgenommen und 2 Liquid Eyeshadows. Die Liquid Eyeshadows sind von Maxim auch. Mal die Hände sauber machen, sonst schmiere ich hier überall was ein. Und zwar habe ich diese beiden Paletten mitgenommen. Ich zeige sie euch gleich auch in der Nahaufnahme. Einmal Loud and Proud, da hat mich einfach das Bunte angesprochen und ich konnte ja sehen, welche Farben da sind. Das finde ich übrigens auch immer sehr, sehr schön, dass in der Rival Loss Me, in dem Aufsteller man immer so rausziehen kann und alle Paletten einmal sieht. Das finde ich sehr, sehr toll. Hier hinten seht ihr schon, es ist bunt, aber es heißt ja auch Loud and Proud. Und das ist die Palette, die hat keinen Spiegel, wie man sieht. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Und die ist wirklich bunt. Wir haben super viele schöne Schimmerfarben. Also liebe ich. Ich bin ja inzwischen auch, also das heißt inzwischen, ich trage ja gerne bunt und vor allem was die Rottöne angeht. Und was ich letztens festgestellt habe, ich habe super schöne Nägel, ich habe dazu auch eine passende Kette und ich hatte keinen blauen Lidschatten, habe ich die Out of Space Palette genommen und auch die, ach Gott, ich Verpackungsopfer, ne? Ist so schön. Und die glänzt auch tatsächlich in der Innenverpackung. So, oh mein Gott, ist die schön. Und die ist auch ohne Spiegel, aber wunderschön. Die habe ich gestern auch schon so ein bisschen geswatcht. Deswegen seht ihr da so ein bisschen Fingerabdrücke. Auch mega, mega schön. Noch die Liquid Eyeshadows von Maxim. Und zwar sind das diese beiden wunderschönen Töne. So ein ganz helles Rosé und ein schön dunkles Kupfer. Beides
absolut meine Farben. Ich bin sehr gespannt. Und Maxim hat in dem Opener-Video quasi erklärt, dass man die eben auch als Base letztendlich benutzen kann und darüber dann was drauflegen kann oder eben on top. Genau. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was für ein Look ich schminke. Das werde ich jetzt spontan entscheiden. Und ihr guckt einfach zu. Und blau schminke ich vielleicht ein andermal und zeige euch das dann mal auf Insta. Deswegen folgt mir auf Instagram. Link ist unten. Ich überlege, mit was ich anfange. Ich glaube, ich werde mit Into the Heat anfangen. Das ist so ein ganz dunkles Orange. Das ist diese Farbe. Ja, also man kann die auf jeden Fall aufbauen. Kann aber auch selbst die Prod-Palette relativ schlicht tragen. So. Schritt 1. Das nehme ich nicht. Ich überlege, ob ich Rise Up oder Fury Dawn nehme. Ich denke, ich nehme Fury Dawn. Das ist diese Farbe hier. Also auch ein noch relativ kräftiges Orange. Beziehungsweise nein, ich werde sie, glaube ich, mixen mit Rise Up und Fury Dawn. Mal gucken. Also, seht ihr das? So, den und den. So. Und jetzt gehe ich so ein bisschen in, verblende ich so ein bisschen die Kante damit. Oh ja, da ist Farbe da auf jeden Fall. Und dann gehe ich in Enjoy Sunset. Das ist der hier unten in der Ecke. Und verblende noch weiter nach außen, dass das immer leichter quasi wird. Leichter, sagte sie, und das ist super. Oh, voll versaut und schon wieder gegen die Kamera getreten. What the fuck? In der Kamera sieht man es gar nicht so schlimm, dass ich es versaut habe. Okay, nee, der ist viel zu hell. Haben wir ihn noch? Also viel zu dunkel, nicht zu hell. Nee. Okay, Moment. Ich mache den mal hier nochmal kurz ein bisschen sauber. Vielleicht lag es auch nur daran. Also die sind wirklich bam. Das muss man klar sagen. Okay, gefällt mir überhaupt nicht. Okay, diesmal keine versaute Kontur, sondern eher eine versautes Auge. Wir machen eine Planänderung. Wo ist denn jetzt der Pinsel hin? Da. Der Pinsel ist übrigens von Alicia Marie. Das ist die Nummer 2 aus ihrem Pinselset. Ich gehe gleich nur in Enjoy the Sunset, also diesen hellsten unten. Und verblende damit hier außen. Mal gucken, ob wir das Auge noch gerettet kriegen. Das rechte sieht jetzt ein bisschen bescheuert aus. Ja, das war die bessere Entscheidung. Hier sieht das nämlich schön aus. Ja, also das gefällt mir besser. Also... Ja, hier sind halt nur Knallertöne drin, ne? Das muss man halt irgendwie auch mal klar sagen. Das ist hier nicht mit, es heißt halt auch laut und proud und nicht leise und niedlich. So, ja, das wird auf jeden Fall besser gerade. Es ist halt auch krass, oh, da kommt der Krankenwagen wieder im Hintergrund, was bei mir im Spiegel so alles zu sehen ist und ich so denke, wow, und in der Kamera geht es fast noch. Nachher auf dem Bildschirm sieht es dann wieder ganz anders aus, das habe ich ja auch schon tausendmal erlebt. Deswegen gucke ich gerade in drei verschiedene Sachen. In meinen Spiegel in der Hand, in den Spiegel hinter mir und in die Kamera. Ich bräuchte jetzt eigentlich so einen richtig schönen hautfarbenen Ton, um den nach oben auszublenden. Aber den habe ich nicht. Auch in der Out of Space haben wir keinen... Wir probieren mal mit dem Polar so ein bisschen auszublenden. Dafür nehme ich mir hier mal so einen ganz kleinen. Der ist eigentlich ja so ein Small Blender aus dem Set. Und gehe jetzt mal in diesen wirklich weißen... Das ist der hier, um so ein bisschen oben einfach wieder ein bisschen aufzuhellen. Was bei mir, also was ich im Nahen vor allem sehe, super. Das funktioniert sehr gut, um da so eine Kante, also einen fließenden Übergang zu machen und so ein bisschen die Kanten zu säubern. Oh Gott, das funktioniert nämlich mega gut. Yay! So, muss man nur gut verblenden. Also kann ich auch eine schöne Linie hier ziehen. Ha! Oh Gott, das wird mein Lieblingston hier. Endlich gerade Linien ziehen hier. Yay, sowas liebe ich ja. Genau, müsst ihr nur gut verblenden, ansonsten habt ihr hier einen weißen Strich. Aber das können wir auch gleich ja sowieso noch mal ein bisschen doller. So, und dann gehe ich mich hier vorne noch mal lang und ziehe so ein bisschen die Linie hier sauber. Und dann kann ich hier nämlich wunderbar verblenden. Ja, das sieht doch wieder halbwegs gut aus. Jetzt muss ich mal die andere Seite vom Spiegel nehmen, die ist nämlich ein bisschen kleiner. So, ich gehe nochmal, ja, dann, ich nehme nochmal den, wo ich diesen helleren Ton, also Enjoy the Sunset genommen habe, da mache ich jetzt auch nichts mehr drauf, sondern mache einfach nur nochmal so ein bisschen
verblenden, so die Überleitung nochmal so ein bisschen herstellen und gehe jetzt auch nochmal mit dem ersten Pinsel. Ich weiß gar nicht, das ist auch so eine No-Name-Marke, die habe ich vielleicht von Pink Panda mal bekommen. Nochmal so Mühe in den roten Ton, also Into the Heat rein, um nochmal so ein bisschen hier mir reinzustempeln. Weil der kann in der Mitte ruhig noch ein bisschen mehr. So, ich glaube, besser wird es nicht. Ich werde jetzt erstmal die beiden nehmen, glaube ich. Und dann eventuell noch was von den Glitzer draufsetzen. Dafür ziehe ich mir, ohne meine Kamera ständig umzuschubsen, Manometer, eine Cut Crease. Wie gesagt, da ist jetzt da und da nicht. Und ich nehme jetzt erstmal den dunklen Ton. Der heißt, hast du auch einen Namen? Do you have a name? Yes, Kings und Queens. Alles klar. Also, ich nehme jetzt den Ton Kings. Und den setze ich mir mal ins äußere Augenlid. Ich bin sehr gespannt. Maxim hat es einfach mit diesem Applikator-Spongy, der hier dabei ist, aufgetragen. Auch im Video ohne Probleme. Hallo, Kamera. Wie ihr seht, der ist super, super. Also sind beide sehr, sehr schön. Da hat Maxim gute Arbeit geleistet, kann man nicht anders sagen. Ich gucke jetzt nochmal gerade, ob man die noch so ein bisschen verblenden kann, ohne denen halt so die Schönheit zu nehmen. Ja, ist schon schön. Also, das können wir nicht anders sagen. So, jetzt machen wir die andere Seite, wo ich ja keine Cut Crease gezogen habe. Mal gucken, wie er da performt. Ob das sogar besser funktioniert. Da ist die Kamera nicht aus. Also ich würde sagen, ihr braucht keine Cut Crease ziehen. Ich würde da jetzt trotzdem aber mal noch einen schimmernden Ton draufsetzen, weil ich gerne wissen möchte, wie die als Base quasi arbeiten. Denn Maxim hat ja gesagt, man kann die auch als Base benutzen. Ich finde ihn aber so wirklich sehr, sehr schön. Er arbeitet gut mit dem Licht. Und ich glaube, auch wenn die Augen geöffnet sind, sieht das sehr, sehr schön aus. Ich würde jetzt, um die Töne so ein bisschen aufzugreifen, einmal den Ton hier unten nehmen. Das ist Funfair Feeling. Das ist dieses dunkle Lila. Und den Ton 2 drüber, der da. Der heißt Circus Spirit. Und ihr kennt mich, ich habe hier so eine kleine Schwämmchen-Applikatoren. Die nehme ich jetzt auch. Die mache ich jetzt auch nur so ein bisschen sauber. Dann gehe ich jetzt erstmal in Funfair Feeling und den würde ich mir so rechts, den würde ich mir jeweils außen, ne, also auf den Kings-Ton setzen. Jetzt gucken wir mal. Und oben nehme ich ja, in zweiter Hälfte im inneren Teil nehme ich jetzt Circus Spirit. So. Ich würde sagen, ich glaube, man kann das wahrscheinlich auch so ein bisschen sich einfach in den Innenwinkel so auftupfen und dann verblenden. Das mache ich jetzt mal noch so, um das ein bisschen zu verstärken. Aber mit dem Applikator, also mit so einem Schwämmchen-Applikator, hatte ich euch auch schon mal verlinkt in einem anderen Video. Ich glaube auch in einem Schminki von mir. Ist es einfach angenehmer, weil man da so ein bisschen mehr Kontrolle hat und das Ding ist ja hier voll gepumpt und mein Applikator eben nicht. Aber ich mag sie. Gerade diesen Queens-Ton, den werde ich, glaube ich, regelmäßig mal für ein Inner Corner Highlight nutzen. Die beiden Holy Grails Liquid Eyeshadows mag ich. Sind nicht so einfach in der Handhabung. Muss man sich also ein bisschen dran gewöhnen. Aber auch fürs erste Mal nutzen quasi ist jetzt nicht, dass man sagt, oh Gott, man sieht danach ganz bekloppt aus. Sondern ich finde, es ist schon ein schöner Look jetzt entstanden. Die Loud and Proud Palette hat 4 Euro oder irgendwas gekostet, glaube ich. War nicht teuer. Ist eine mega schöne Palette, aber sie ist wirklich Loud and Proud. Also das muss einem bewusst sein, wenn man die Farben hier nutzt. Die sagen BÄM! Aber eine sehr schöne Palette. Und mir fällt gerade ein, dass ich noch gar nicht fertig bin, ihr Lieben. Warum sagt denn keiner was? Ich muss doch noch unterm Auge ein bisschen was machen. Ich gehe jetzt mit so einem festgebundenen Blender Brush nochmal in die Farbe Into the Heat, also das dunkle Rot, was ich auch im Augeninnenwinkel
Nerdit-Falte benutzt habe, rein und setze mir die jetzt nochmal hier unters Auge. So, Leute, jetzt ist der Look fertig. Also ich meine, ja. Zwei Schritte haben wir noch, nein, drei Schritte haben wir noch. Wir haben noch Lippen, Mascara und das Setting Spray. Ich habe zwei Mascara mitgenommen. Einmal den Never Seen Before. Genau. Der hat so ein Bürstchen. Sollte, glaube ich, also ich bin immer eher für Volumen und Länge. Primär eher für Länge und dann für Volumen. Und ich habe mir noch den Volume Wonder, oh Wunder, mitgenommen. Das ist so ein rein schwarzer. Also der hat jetzt nicht irgendwie groß. Genau. In der Holy Grail gab es keinen Mascara, den man hätte mitnehmen können. Der hat so ein bisschen dichter angesetztes Bürstchen. Das andere ist so ein bisschen. Ich werde den schwarzen links, den rosanen rechts. Ich habe es gerade genau andersrum gezeigt. Egal. Also so werde ich es jetzt machen. Und fange jetzt mit dem rosanen, also dem Never Seen Before an. Der hat auch nicht, sieht nicht so aus, dass hier krass viel am Bürstchen ist, was ich sehr angenehm finde. Das hat man ja oft beim so erstes Mal. Also das ist die erste Schicht auf beiden Seiten. Ich muss sagen, ja, nee. Also überzeugt mich gar nicht. Ich werde jetzt gleich auf beiden Seiten noch eine zweite Schicht drauf machen, aber ich bin halt Besseres gewöhnt, ne? Mal gucken, was die zweite Schicht ausmachen kann. Aber ich finde, also was gut ist, dass hier nichts verklumpt, weil die nicht mega vollgepackt sind mit Material, was ich sehr angenehm finde. Aber sie machen auch nicht viel für die Wimpern. Wer natürlich einen Wimperlook möchte, damit beide gut aufgehoben. So, zweite Schicht bei beiden. Hat nochmal ein bisschen was rausgerissen, aber so grundsätzlich muss ich sagen, ne. Überzeugen mich beide tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, also mit der dritten Schicht möchte ich jetzt eigentlich nicht arbeiten. Ich werde jetzt noch das untere Wimpernkränzchen machen und dann gehen wir über zu den Lippen. Untere Wimpernkranz ist da. Grundsätzlich sieht jetzt nicht schlecht aus. Was ich unbedingt hervorheben muss, ist, es ist nicht bis kaum verklumpt, was ich sehr angenehm finde. Also ich muss hier nicht irgendwie noch extra mit meinem Trainer arbeiten. Beide überzeugen mich aber überhaupt nicht tatsächlich. Vielleicht probiere ich nochmal andere aus, aber da habe ich einfach bessere und dann ist es vielleicht doch bei manchmal gut, ein bisschen mehr Euros auszugeben. Mir persönlich reicht es nicht. Ich würde sie nicht wieder kaufen. So, wir haben noch Lippen und Setting. Ich habe mir das Mattitude Long Lasting Lip Kit geholt in der Farbe 4 Urbanized. Das ist ein Matte Liquid Lipstick und ein passender Lip Liner. Ich hatte die Farben geswatcht und der hat mir am ehesten zugesagt. Die anderen gingen alle so ins Rosane und das war der einzige, der so ein bisschen ins Nudige ging, was mir gut gefallen hat. Und ich finde es immer gut, wenn man einfach mal ein Set macht, wo beides zusammen ist. Das ist einmal der Liquid Lipstick und der passende Stift dazu. So, der Lip Liner lässt sich sehr, sehr schön auftragen. Ich habe von... habe ich den noch da? Nee. Ich hatte von Revalos Me tatsächlich auch mal diesen Duo Lip, also auch diesen Liquid Lipstick und da ist ja in dem einen Teil das und auf der anderen Seite ist so ein Pflegebalsam quasi. Die fand ich nicht angenehm, weil man konnte nicht ohne den Pflegebalsam arbeiten, weil die so trocken getrocknet sind, dass es wirklich unangenehm war, weil man den nicht aufgetragen hat. Ich mag aber eigentlich keinen Pflegebalsam da oben drauf. Ich möchte, dass die einfach mal trocknen. Und ich glaube, das macht der auf jeden Fall. Es ist eine schöne Farbe, alltagstauglich auf jeden Fall. Und der Lip Liner ist minimal dunkler als der Lippenstift an sich und der Liquid Lipstick. Aber ich finde in einem Rahmen, dass man das wahrscheinlich von Weitem jetzt hier gar nicht sieht. Ich sehe es halt in der Nahaufnahme auf jeden Fall. Und der trocknet auch schon. Der trocknet ein bisschen klebrig. Das war auch das Problem bei diesem anderen, dass der klebrig nachtrocknet. Und auch, glaube ich, nicht so mega lang gehalten hat, dass man sagt, man kauft sich den jetzt nach. Man muss aber auch grundsätzlich sagen, bei mir hält generell nie irgendwas lange auf den Lippen. Das ist einfach bei mir das Problem. Also wenn andere erzählen, dass sie irgendwie 8 Stunden auf den Lippen halten, wow. Also bei mir, wenn es gut läuft, 3-4 Stunden, dann ist das meiste weg. Also dann müsste ich nachziehen. So, den lasse ich jetzt kurz mal antrocknen. Währenddessen können wir aber schon mal Fixing Spray oder Setting Spray benutzen. Da habe ich eben das Setting Spray von Revive Loves Me. Das ist hier so ein kleines schwarzes Fläschchen.
Hier sind 50 Milliliter drin und ich gucke mir erstmal an, wie der Sprühkopf ist. Meistens fülle ich um. Ich habe nämlich eine Flasche, die ist von Revolution, da habe ich jetzt schon das dritte Setting Spray drin. Die macht aber so einen guten Sprühstoß, dass ich das halt immer wieder benutze. Außerdem fülle ich mir da gerne immer noch so ein bisschen Glitzer rein. Ich habe so ein Setting Spray mit Glitzer und das fülle ich dann auch mal rein, dass man dann auch so ein bisschen Glow hat. Obwohl Glow ist da, trotz des Puders, muss man sagen. I like it. So, gucken wir mal. Ja, relativ, mal gucken. Okay, ist da. Ist kein harter Stoß, mag ich sehr. Riecht ein bisschen komisch. Riecht so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Ja, riecht nach Zahnarzt. Vielleicht am Geruch arbeiten, Rivalasmi. Bei Zahnarzt ist jetzt nicht die beste Erinnerung, die ich habe, wenn ich ein Settingspray haben will. So, wir sind fertig. Leute, was sagen wir? Ich mag's. Also hier wird einiges in meine Schminkroutine einziehen. Was definitiv nicht einziehen wird, sind die. Also, erstmal habe ich genügend andere. Es ist ein bisschen schade, wenn die jemand haben will. Zahlt mir den Versand, dann schicke ich sie euch. Alles andere wird bei mir einziehen. Ich wollte euch ein kleines Update geben. Ich habe diesen Augenlook, den ihr jetzt hier gerade seht, mit der Out of Space Palette geschminkt. Die Augen, also das, was auf dem Lid drauf ist, ist mit den beiden Liquid Eyeshadows von Maxim und der Rest ist mit der Palette. Ich finde die Out of Space mega toll. Die ist tatsächlich sogar meine Lieblingspalette. Gerade trage ich jeden Tag in unterschiedlichen Looks. Man kann super variieren mit der. Und halt auch so schöne kühle Töne machen. Insgesamt habe ich mich viel ausprobiert und muss euch ganz klar sagen, wer ölige Haut hat, ich glaube, ist super mit beiden Foundations angetan. Ansonsten braucht ihr einen super feuchtigkeitsspendenden Primer und euer Schwamm muss nass, 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 nass sein. Also ihr muss richtig einmal komplett nass sein, ordentlich ausdrücken. Dann könnt ihr die auch gut einarbeiten. Ansonsten ist sie auf trockener Haut, wird sie gar nichts sein. Also dann müsst ihr wirklich so viel Feuchtigkeit drunter geben. Ich mag beide aber man muss sie halt ein bisschen einarbeiten. Ich würde sie mir also nicht wieder kaufen. Ich werde sie leer machen, aber ich würde sie mir nicht wieder kaufen. Ja, das als kleines Fazit. Ansonsten sind die meisten Produkte tatsächlich in meine Routine eingezogen. Also der Honolulu Bronzer liebe ich total. Den Contour-Stick habe ich ja sowieso schon vorher gehabt. Auch den Liquid Lipstick habe ich ganz viel letzte Woche benutzt. Heute habe ich was anderes drauf. Tatsächlich die Mascaras sind nicht für mich. Der Augenbrauenstift, also dieses Bürstchen, auch super. Jo, das als kleines Fazit am Rande. Also ich weiß nicht, was ihr sagt. Ihr könnt ja mal unten abstimmen, wie ihr das Make-up findet und den Look. Aber dafür, dass ich jetzt hier quasi für ein Full-Face 50 Euro ausgegeben habe und ja teilweise mehrere Produkte habe. Ich habe 2 Lidschattenpaletten und 2 Make-ups, also 2 Foundations, 2 Primer. Leute, das ist, also wer nicht viel Geld hat, kann sich das einmal ansparen und hat dann ein super Set. Farbranges sind halt nicht so hoch, muss man ganz klar sagen. Gerade für Leute, die dunklere Hautfarbe haben, die werden bei denen natürlich nicht gut hinkommen. Holt euch lieber, wenn ihr eine weiße Haut habt, eher die helleren Töne und arbeitet dann mit Bronzer. Ich bin total begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Also das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ich meine, ich sitze jetzt hier auch schon wieder 1,5 Stunden. Aber das hat Spaß gemacht. Ihr Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben spätestens jetzt freuen. Und abonniert bitte auch meinen Kanal. Aktuell kommen 3-mal die Woche Videos am Mittwoch, am Freitag und am Sonntag. Ob ich das weiterhin so durchhalte, weiß ich nicht. Aber aktuell klappt es noch. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Wie gesagt, da nehme ich euch mit hinter die Kulissen und in meinen Alltag. Ach so, und wenn ich mehr solcher Videos machen soll, in denen ich mich schminke mit Fullface, eine Marke, schreibt mir das in die Kommentare und gebt mir ganz viele Likes. Ansonsten war es das für heute. Ich verlinke euch hier mal meine Playlist zu den Schminkies, hier meinen Kanal und hier mein letztes Video, was ich hochgeladen habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Abend, Tag, wann auch immer ihr das guckt. Bis dahin, bye bye!